Willkommen zurück zu Let's Play Dead Island. Ja, ich hatte gerade ein paar Schwierigkeiten. Ich habe das Spiel geladen, wo wir das letzte Mal waren. Aber das Auto war weg, unsere Getränke waren weg. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier starten. Da ist mal ein großer. Wir brauchen erstmal irgendwie was zu trinken. Erstmal brauchen wir was zu trinken, dass wir mal wieder Leben haben. So, die Getränke müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ausweis nehmen wir mit. Die Kasse plündern wir mal. Gibt es hier nichts zu trinken? So, dann werden wir mal. Ja, du kannst mal weiter brüllen, das freut mich. Weil wir haben kaum noch Leben, wir müssen irgendwie irgendwas trinken oder essen. So, dann überfahren wir den einfach mal, würde ich sagen, den Großen. Ja, ist ja gut, komm doch schon. Ist er tot? Ist immer noch nicht tot, ne? Wir fahren und jetzt laufen wir mal schnell hin und hauen ihn auf den Kopf. So. Erledigt den Großen, das ist schon mal schön. Wir sehen trotzdem nur noch alles verschwommen, weil wir irgendwie nichts haben, was wir trinken können. So. Nehmen wir jetzt mal den Saft mit. Saft können wir hinten auf unseren Pickup stellen. Drauf tun. Hey. So, ist drauf. Drauf. So. Dann werden wir mal zur zweiten Tankstelle fahren und uns da auch schnell. Und auch schnell den Saft holen, weil wir haben ja schon da ein paar Aufgaben gemacht. Das wisst ihr ja. Deswegen werde ich die jetzt nicht nochmal erledigen. So, dann werden wir mal. Wir nehmen das mal hier wieder mit. Boom. Ja. Oh. Das Glas weg. Sehr schön. Ich glaube, gleich kriegen wir gleich nochmal die Aufgabe, dass die da, wo die da stehen, oder? Wo die den Unfall haben. Kriegen wir den? Okay. Vielleicht sind die Aufgaben doch schon erledigt. Das weiß ich nicht. Ich habe den Spielstand gespeichert, wo wir, glaube ich, zum Schluss waren wir hier in dem Haus. Und da hatte ich aber auch vorher unseren Truck hier abgestellt, aber der war nicht mehr da. Eine Leiche im Auto war mal nicht. So. Boah, ich wollte auch nicht den ganzen Weg laufen und ich wusste auch nicht, wo der Saft ist. Ich habe es einfach mal neu geladen. Aber jetzt geht's aber. Jetzt haben wir Auto wieder. Unser Saft, den wir auch schon drauf hatten, haben wir auch schon beladen. Jetzt suchen wir hier mal schnell den Saft. Dann werden wir die Aufgabe auch abgeben. Kurz bremsen. Okay. Eben. Zack. Steigen wir mal aus. Komm mal her hier. Zack. So. Wo ist hier Saft? Hier muss doch irgendwo Saft sein. Zeigt er auf jeden Fall hier an. Wir wollen da hoch. Also müssen wir das hier alles ausmachen. Und das haben wir eigentlich schon ausgemacht. Das seht ihr ja. Mist. Haben wir noch ein Auto? Dann werden wir sie halt überfahren. Nicht weg. Ah.
Nein. Ach Mann, das ist doch Mist, dass wir nichts zu trinken finden und das alles nochmal machen müssen. Wo starten wir denn jetzt? Ist das ein großer? Ja klar, ist das ein großer. Mist. Egal, komm her, ja. Hier durch. Nee. Mensch, ist gut. Wir töten nicht gleich da oben. Aber ich glaube, hier hatten wir unseren Saft noch nicht her, ne? Oh, da ist noch ein großer. Schnell. Komm ruhig näher, komm ruhig näher. Genische. Aufstieg, sehr gut. Komm, dich töten wir auch nochmal schnell. Tee. So, was haben wir euch erledigt? Er hat wieder ordentlich Geld dabei, das ist schön. Er hat ja uns auch getötet. Aufstieg, da gucken wir erstmal. Was können wir denn hier nehmen? Was haben wir denn hier das letzte Mal? Wir haben Chance auf Wut. Schlägerei, was haben wir denn hier? Erhöht die Kritik, wenn ihr außer. Okay. Nehmen wir das mal, die K.O.-Zeit. So, jetzt haben wir das ausgeschaltet. Jetzt müssten wir hier irgendwie rein. Ich glaube, da können wir von der anderen Seite rein. Alter, hatte die dicken Po. Ey, was ist das denn? Was war das? Alter. Hand ab. Bein ab. Ja. Nee. Okay. Das war echt fies und brutal. So, hier müssen wir auch ausschalten. Und. Ausgeschaltet. Das muss, irgendwo muss noch eine Leitung sein. Da geht auch noch eine Leitung hin. Da müssen wir mal gucken. So. Wir haben die Leitung ist noch. Da ist noch eine Leitung, aber wie? Wo geht diese Leitung hin? Die hierhin ist auch Schwachsinn. Okay, geht auch. Wo geht diese Leitung hin? Wir folgen dem Ding mal. Da oben, oder? Wow. Alter. Was ist mit dir los?
Okay. Wie ich es mir gedacht habe, aus Kisten. Oh, ja, 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 ja. Noch eine Kiste. Okay. So. Na komm, 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 komm. So. Da oben ist bestimmt das letzte Stromaggregat, was wir ausschalten müssen. Jawohl. Und endlich mal was zu trinken. Mist. So, dann können wir mal gucken. Lass uns in Ruhe. Scheint aus zu sein. Back the fuck off! Er war doch gerade tot. Zum Werfen. Bein. Die lassen wir doch nicht liegen. So, und dann werden wir mal einsteigen hier und hoffen, dass wir von innen nach außen kommen. So, wir gucken noch mal, was hier oben so ist. Das nehmen wir mal. Was sei denn der Schreihals? Ah, daneben. Mit dir. Gut, wenn ich runter. Was haben wir hier? Ausweis. Trinken. Hier ist unser Saft. What we got here? Was haben wir hier? Geld. Batterie. Große Batterie, Teilschrott, Kling. Jede Menge Saftpakete, hier hätten wir gleich hinfahren sollen. Müssen wir nur unser Auto wiederfinden, ne? Das ist doch das hier.
Ich glaube, wir sollen zwei Saftpakete mitbringen. Wir gucken noch mal kurz. M. Quests. Durchsucht die beiden Taschen. Bringt zwei Getränkepacks zurück. Dann machen wir das. Es reicht. Mensch, hier. Falsche Seite. Komm, wir probieren dich noch schnell zu töten. Tot. Sehr schön. Ist der noch heile? Egal, wir fahren jetzt einfach. Keine Lust hier noch länger mit uns mit denen zu beschäftigen. Wenn ihr jetzt auf einmal wieder alle her. Einsteigen. Jetzt müssen wir aber nur heil ankommen, ne Leute? Sonst wird das nichts. Heile müssen wir ankommen. So. Haben wir beide Saftpakete eigentlich drauf? Nochmal gucken. Zwei Saftpakete passt. Dann können wir. Ach, sehen wir auch auf der Karte. So zwei rote Punkte. Dreiecke. Da müssen wir jetzt mal gucken im Polizeiauto. Vielleicht finden wir doch mal eine Waffe. Gut. Nix. Hätte ja sein können. Wird doch mal eine Waffe finden. Ich glaube, hätten wir den Waffen. Ich glaube, das war der Waffentyp, genau. Den genommen hätte, würde man noch mehr Waffen finden und mit dem findet man halt mehr stumpfe Waffen. Egal. Ich hau lieber auf die ein, als zu erschießen. Da habe ich mehr Chancen, weil ihr wisst, von Fortnite, ich bin nicht so der große Ego-Shooter-Typ. Durch den Tunnel, ja stimmt, wir sind durch einen langen Tunnel gefahren, ne? Schon sagen, ich habe früher ein bisschen Fortnite, wollte schon sagen, Dead Island gespielt, aber da war ich noch nie so weit. Gut, das war auch noch mein alten Laptop, der hatte nicht so die Leistung, da hat das auch nicht so ganz so Spaß gemacht. Oh. Nein. Wo kommt denn das Blut jetzt auf einmal hier? Ich sehe gar nichts mehr. Warum kann da Blut sein? Ich habe doch gar keine Frontschutz, keine Scheibe mehr vorne drin. Schon echt widerlich, das ganze Blut hier. Ich sehe auch wirklich nichts, ne? Gleich sind wir da. Gott sei Dank, das Blut ist weg. Wir sehen wieder was. Auf hier. Los hier, Tor kaputt oder was? Hä? Wo sollen wir denn die Aufgabe hinbringen?
verstehe ich jetzt nicht. Gucken wir mal, gehen wir mal rein. Ist auch der hier, ne? Did you check both gas stations? Ja. Hab ich doch. Hä? Oder muss ich ihn die bringen? Sag nicht, ich muss ihn die hochbringen, einzeln. Dann wäre ich ja verrückt. Ne, hier müssen wir sie hinstellen. Okay. Okay. Ich habe nichts gesagt. So, komm. Zweite Saftpaket, dass die Leute was zu trinken haben. Ah, hier nehmen wir gleich auch noch das neue Auto wieder. Reparieren können wir unsere Sachen auch gleich nochmal. So. Reparieren. So, ist repariert. Sehr schön. Können wir jetzt eigentlich mal was modifizieren? So ein Update. Können wir gar nicht mehr updaten, okay. Jetzt haben wir den mit Nägeln sogar. So, komm, gehen wir die Aufgabe ab. Thanks, mate. I was losing hope. It's just what I was hoping for. Ja. Oh, Geld. Her damit. Tried every frequency I can and nothing, mate. Silence. No trace of that guy who said he could help us. Dominic's trying to boost the transmitter, but who knows how long that'll take. Meanwhile, everything you bring disappears in a flash. We're almost down to nothing. I was afraid to even think about it, but I don't think we have a choice. I need you to go look for supplies in the town. Can you do this for us? Schon wieder Vorräte suchen? Ja, natürlich. Yeah. The tunnel leading to the town is blocked. Those things are everywhere. But I have a plan. There's a truck we can use to punch through. I saw some blokes pull an 18-wheeler with a broken axle out of a ditch with it once. If anything can get through the tunnel, it's that rig. Guaranteed. Okay, das get to the parking garage and bring back that truck. Once you do that, then we'll worry about the rest. Okay, das hört sich gut an. Quest. Geht zur Hotel-Tiefgarage. Dann werden wir das machen. Schwierigkeitsgrad sehr schwierig. Okay. Aber nicht für uns. Nicht für uns. Was haben wir denn eigentlich noch dabei? Okay, das passt schon. Ja. Das nächste Ziel ist die Tiefgarage. Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, wo die ist. Wo ist die denn? Das heißt dadurch. Das heißt laufen, ne? Mist, jetzt habe ich das weggemacht, dass das nicht mehr angezeigt wird. Ich will das Ziel angezeigt haben. Ziel. Zeigt es das wieder an, wenn wir hier einsteigen? Naja, wir werden uns einfach so durchkämpfen. Ich sage euch danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge am Dead Island Freitagtag. Bis denne bei Burgrim LP. Tschüss.